Ja, ich wollte hier in Inkscape mal kurz demonstrieren, wie ich eine Schlauchverbindung herstellen kann für einen Versuchsaufbau zum Beispiel. Und ich habe mir als Aufgabe vorgenommen, dass ich hier zum Beispiel bei diesen zwei Anschlüssen, die hier sind, eine Verbindung zwischen dem einen oder anderen herstellen will. Wenn es praktisch ginge, wäre natürlich eine gerade Linie ganz einfach. Aber ich will es mal ein bisschen schwieriger machen und anspruchsvoller, um eben auch ein paar Tricks zu zeigen. So, das sollen die zwei Enden, die zwei Anschlüsse sein, die hier verbunden werden sollen. Natürlich machen wir das nicht mit einer geraden Verbindung, einfach eine gerade Linie zeichnen, sondern wir verwenden Bézier-Kurven. Und wer Bézier-Kurven schon mal verwendet hat, ich kann übrigens verschiedene Modis unterscheiden. Ich habe jetzt hier diese ausgewählt, erstelle Bézier-Pfad. Der sollte sich damit schon ein bisschen beschäftigt haben. Und mit diesen Bézier-Kurven kann man ja abgerundete Kurven erstellen. Jetzt könnte man sagen, okay, ich versuche halt, das auf die eine Seite hier zu formen. Dann gehe ich hier rüber, mache eine spitze Ecke und das gleiche nochmal da drüben. Allerdings, das würde man wahrscheinlich nicht hinbekommen, dass das absolut gut und parallel aussieht. Was also machen? Es gibt zwei Lösungen. Die eine ist, ich nehme im Prinzip einen kleinen Trick, und zwar, ich zeichne mal eine Bézier-Kurve von hier bis hier drüben hin, festhalten und ziehen, festhalten und ziehen und nochmal festhalten und ziehen. So, und dann doppelklicken, um das dazu beenden. So, diese Form entspricht so ungefähr dem, was ich mir vorstelle. Wir können es gleich noch ein bisschen anpassen. Aber jetzt ist die Linie natürlich einfach nur eine Verbindungslinie. Und indem ich hier den Dialog Füllung und Kultur mir anzeigen lasse, habe ich die Möglichkeit, eben auch zum Beispiel die Dicke der Linie zu vergrößern. So, und da gibt es ganz einfach die Möglichkeit, die Liniendicke so zu erhöhen. Bei der Aufnahme funktioniert das, oder ist das langsam ein bisschen träge. Und ich mache einfach die Liniendicke so breit und noch ein bisschen mehr, sodass man den Anschein hat, das, was ich da habe, ist nicht eine Linie, sondern könnte quasi meine Schlauchverbindung sein. So, wenn es mir noch nicht so gefällt, klicke ich nochmal doppelt drauf und kann dann die einzelnen Ankerpunkte nochmal verwenden. Der ist hier zu viel gewesen und kann das Ganze ein bisschen verschieben und ein bisschen so anpassen, wie es aussehen soll. So, das ist ja im Grunde genommen gar nicht so schlecht. Natürlich haben wir selten eher so schwarze Schläuche. Das heißt, man könnte zum Beispiel so einen Gummischlauch draus machen, so typische rötliche Farbe. Und dann sieht das eigentlich wirklich wie so eine Verbindung aus. Wobei man eben bedenken muss, dass das, und das sieht man ja, wenn ich hier mit dem Mauszeiger drüber gehe, eigentlich tatsächlich nur eine Linie ist, eben eine dicke Linie. Das kann im Grunde genommen schon ganz gut sein, wenn man nicht mit Farben hier arbeiten will. Kann man allerdings auch etwas machen, um aus dieser Linie jetzt tatsächlich eine Fläche zu machen. Und zwar gibt es dann hier diese Funktion. Und zwar muss hier dieses Werkzeug bearbeiten, der Knoten aktiviert sein. Und dann habe ich hier ein Werkzeug, die gewandelten Konturen des Objekts in Pfade umwandeln. So, und wenn ich das Ganze jetzt anklicke, hat es gerade nicht funktioniert. So, aber jetzt. Und jetzt sehe ich auf einmal, dass ich nicht in der Mitte eine Linie habe, sondern ich habe hier außen mehrere Anfasser. Und wenn wir das jetzt mal gerade ausprobieren, sehen wir eben, dass es keine Linie ist, sondern das ist tatsächlich eine Fläche. Mache das mit STRG Z mal rückgängig. Und wenn das dann so gezeichnet ist, kann ich dann eben auch nicht nur die Füllung ändern, die dann
eben das Innere der Farbe, also die Farbe der Fläche darstellt. Und Achtung, eben nicht mehr die Farbe der Kontur. Ich kann aber auch eine Konturfarbe einstellen. Die ist jetzt momentan noch auf sehr dick. Mache sie dünner und hebe sie mit einer anderen Farbe etwas hervor. Und dann habe ich also eine richtige Randlinie. Und dann könnte ich natürlich auch die Füllung etwas verändern. Mal hier etwas grau. Und dank der Randlinie kann man also sehr schön die Konturen sehen. Und die Linien, die jetzt hier da nebeneinander liegen, die zwei Randlinien liegen also perfekt. Ich habe nicht irgendwie rumprobieren müssen. Ich habe nur eine Bezier-Linie von links nach rechts gezeichnet, wandle das Ganze um. Also die Kontur meiner dicken Linie wandle ich um in ein flächiges Objekt und dann habe ich alle Möglichkeiten, eben das Ganze zu gestalten. Das geht also relativ einfach. Das Problem ist jetzt natürlich, wenn ich sage, oh, mein Anschluss muss woanders hin, dass ich eben nicht mehr das so einfach miteinander verschoben bekomme, denn es ist ja jetzt eine andere Linie. Also ich muss, wenn ich hier was umgestalte, dann eben das bei beiden Teilkurven machen und das wird eventuell dann nicht mehr so gut aussehen. Da sollte man also mit dem Umwandeln warten, bis man mit der richtigen Position der Anschlüsse eben fertig ist. So, ansonsten kleiner Trick.